Jetzt sind wir fertig geworden mit Nerven, mit allem drum und dran, aber das können wir uns anschauen. Hier haben wir unseren Badezimmerbereich neu geschaffen. Handwaschbecken ganz umgeändert. Das war früher auf der anderen Seite viel kleiner. Das ist jetzt größer. Ich habe schöne Ablageflächen dabei. Ein satter Spiegel, wo ich sehr viel Licht habe, wo ich mich sehen kann, wo ich also wirklich problemlos mich in der Früh restaurieren kann, herzeigen kann. Dieser Teil ist einmal neu geschaffen worden. Das Herzstück ist natürlich hier die Artweger Dampfdusche, die hinter mir errichtet worden ist. Ist wirklich ein wunderbares Stück mit Fernbedienung. Kann ich mir das Licht aufdrehen, das tun wir mal. Mit Fernbedienung kann ich mir ein Radio einschalten, das tun wir auch. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen laut werden, daher schalte ich sofort wieder aus. Das Dampfgerät selbst schalte ich dann ein, wenn der Kameramann draußen ist, weil alles müssen wir doch nicht herzeigen, wie es ist. Aber eines kann ich sagen, das Dampfduschen hat wirklich eine Qualität, die ungeahnt ist. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, wenn sie den Platz haben, wenn sie die Zeit haben, wenn sie es finanziell möglich haben, dann tun sie das. Eine Dampfdusche ist wirklich etwas Sensationelles. Das ist der eine Teil, den wir gemacht haben. Die Kleinigkeiten, die erwähne ich jetzt gar nicht, elektrischer Handtuchhalter, dass wir ganz einfach gewärmte Handtücher haben. Das Herzstück von diesem Raum ist natürlich die Klavsauna, die wir errichtet haben. Auch hier kann ich nur sagen, das ist ein wirklich ein tolles Ding, das Wohnen, das Leben extrem aufwertet. Ich kann da wirklich jedem den Tipp geben, wenn sie ein bisschen Platz haben, wenn sie irgendwo eine Möglichkeit haben, diese Geschichte unterzustellen, da gibt es also auch kleinere Dimensionen in den Maßen, dann tun sie es. Dann stellen sie sich unter. Eine Sauna hat wirklich eine große Wohnqualität, ein großes Wohlfühl Wohnqualität. Die Dinge, die damit zusammenhängt sind, die möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen sagen, dass ich zum Beispiel nicht gewusst habe, dass eine Sauna gar keinen Fußboden hat, dass das wie ein Hütchen wird die Geschichte hergestellt. Ich musste mir also mehr oder weniger noch kurzfristig darum kümmern, dass wir einen Boden hereinbekommen haben. Also es sind tausend Kleinigkeiten, tausend Besprechungen mit Handwerkern, dass wirklich was funktioniert hat. Das steht natürlich dahinter, das sieht man jetzt nicht. Jetzt sieht man nur den Erfolg, aber da muss ich ehrlich sagen, die 9,5 oder 10 Wochen, die wir gehabt haben, die haben sich ausgezahlt. Ich freue mich wirklich über die Dinge, die wir haben. Und wir nützen es jetzt auch, aber ohne der Kamera. Mit den vielen kleinen Details, die ich hier immer wieder zu lösen gehabt habe, möchte ich euch gar nicht zu viel beanspruchen. Aber etwas bei den Fliesen, was mir ganz wichtig ist, wir haben schöne große Platten erinnern, 60x60 Platten. Früher waren 15x15 Fliesen Standard, heute sind es große Platten. Bitte Achtung, die Wände müssen schnurgerade, ganz eben sein. Große Platten können sonst nicht verlegt werden. Ganz wichtig. Und sich auch überlegen vorher, und da danke ich, da habe ich wirklich gute Unterstützung gehabt, wo man beginnt mit den Fliesen und auch die Übergänge sich anzuschauen. Wir haben hier zum Beispiel Fußbodenheizung drinnen. Da ist die Höhe ganz anders. Hier haben wir keine Fußbodenheizung vor der Sauna gemacht. Hier haben wir eine Fußbodenheizung gemacht. Die Höhenschnitte sind ganz anders. Also wirklich nachfragen, beziehungsweise die Firmen sagen es ja dann eh, wie man, von welcher Höhe man ausgeht. Aber damit muss man sich ein bisschen beschäftigen und auch damit beschäftigen, da habe ich gute Unterstützung gehabt, wo man beginnt mit den Fliesen. Es gibt quasi eine Urfliese, die man hinlegt und von dort arbeitet man sich weiter. Dann sollte man sich ja den Verschnitt anschauen. Das ist ein ganz großes Thema, das kann ins Geld gehen. Hier war das sozusagen die Mutterfliese und nach dieser Fliese haben wir alles geregelt und so ergeben sich auch die Fluchten, die hier drinnen sind. Das muss man sich vorher überlegen und anschauen. Fachleute unterstützen aber hier sehr professionell.